neuen Video. Ich wurde gerade von dem lieben Simon geweckt. Und zwar hat er mich angerufen und gefragt, ob er heute bei mir drehen kann. Er braucht meine Küche. Freunde, für die, die Simon kennen, ihr wisst genau, das kann nicht gut gehen. Oh shit! Auf jeden Fall dachte ich mir, so langsam, aber so langsam wird es wieder Zeit für einen Roomprank. Dadurch, dass Simon jetzt heute einfach den ganzen Tag bei uns dreht und ich einen Zweitschlüssel natürlich als sehr guter Freund besitze, werde ich einfach in der Zeit, wo er hier ein Video bei uns dreht, einen Roomprank machen. Aber nicht irgendeinen Roomprank. Und zwar mache ich ein 5000 Becher Roomprank. Das heißt, wir stellen seine ganze Wohnung mit Bechern voll. Klingt nach einem Plan. Ich schau mal, was bei den anderen geht. Was geht ab? Alles fresh? Ja, ich bin am Schneiden. Eigentlich müsste Dylan wieder einen Roomprank abbekommen, aber momentan ist er noch zu Hause. Aber irgendwann werde ich dich wieder bekommen. Irgendwann. Aber, ey. Noch ein bisschen Zeit bitte, mein Zimmer ist gerade schön geworden. Okay. Okay, warten wir mal, bis Simon irgendwann auftaucht. Oh geil, das hat funktioniert. Wie du immer so reinkommst und direkt schon filmst und alles, Alter. Jede freie Sekunde. Ich bin los, ich muss nach Aachen, muss dort einen Vlog drehen. Okay, easy. Ey, baut keine Scheiße, tu auch nicht in Ruhe. Du gehst jetzt direkt? Schlüssel liegt auf der Küche. Easy. Viel Spaß. Ciao, ciao. Alright, lass uns mit der Mission anfangen. Eine Sache fehlt und zwar die Becher. Dafür habe ich soeben schon telefoniert und ein paar Leute losgeschickt, um diese zu organisieren, weil dieses Projekt schaffe ich nicht alleine. Dafür brauche ich Teampower. Oh, die Becher sind da. Kommt rein, Jungs. Jetzt wird erstmal der heftigste Roomprank ever gestartet. Ich würde mal sagen, wir fangen im Wohnzimmer an. Aber dafür muss erstmal der gute Teppich weg. Was geht ab? Khalid. Alles klar. Freunde, 5000 Becher. Von der Stand-up-Comedy-Karriere zum Becher. Die haben mich extra eingestellt, weil die wussten, Marokkaner können gut Tee einschütten, also muss ja auch Wasser geben. Ja, Mann, das ist halt echt so. So, guck. Das sieht jetzt schon voll crazy aus. Und wir haben noch so viel Space zu füllen. Freunde, ich merke gerade, dass ich mir das Ganze vielleicht ein bisschen spaßiger vorgestellt habe, als die Realität jetzt gerade ergibt. Aber ich wäre doch nicht Rob Crispy Rob, wenn ich Dinge Standard angehen würde. Ich glaube, wenn ich schon einen Roomprank bei jemand anderes zu Hause mache, müsste ich die Situation viel, viel, viel krasser ausnutzen. Simon, was hältst du von einer kleinen Hausparty, von der du nichts mitbekommen wirst? Ja, das klingt nach einem Plan. Okay, Freunde, reines Chaos nach dieser Szene. Nein, gar nicht. Wir müssen jetzt schnell sauber machen, damit wir das hier weitermachen können. So, Freunde, nach 30 Minuten aufräumen, sieht es hier wieder einigermaßen normal aus. Die Zeit rennt, denn ich weiß schon mittlerweile nicht mehr, ob das noch hinhaut. Aber Dylan ist gerade wieder zurückgefahren und sagt mir Bescheid, wenn Simon losgeht. Wir haben uns Gedanken gemacht. Und zwar wollen wir nicht nur einfach alles voller Becher stellen. Doch, eigentlich wollen wir das schon. Aber mit so einem kleinen Minispiel zum Schluss. Und zwar, kennt ihr dieses Spiel heiß oder kalt? Wenn man sagt so, heiß, 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 kalt. Ja, heiß, ja. Genau. Das wollen wir dann mit ihm zum Schluss spielen. Deswegen muss es eine richtige Route geben mit Bechern, wo kein Wasser drin ist. Er wird den Unterschied nicht merken, da das eh alles gleich aussieht und man bemerkt gar nicht, in welchen Bechern Wasser ist oder nicht. Dementsprechend müssen wir jetzt eine Bahn bauen, in der er nachher Durchgang hat, weil wir werden alle hier auf ihn warten, ohne dass wir diese quasi falsch verbauen. So können wir quasi hier weiterbauen, da weiterbauen und hier nur normale Becher hin tun, ohne Wasser. Ganz ehrlich? Geniale Idee. Weiter geht's. Freunde, wie krass sieht das bitte schön aus, Alter? Das ist so crazy! Die Küche ist schon voller Becher, das Wohnzimmer fast. Aber ich habe erst jetzt gerade realisiert, dass... Sorry. Wer wird angerufen? Simon.
Wo ist Simon? Ja. Okay, geh ran. Alter? Ja? Wir haben deinen Schrank von Sombrero gefunden. Dürfen wir hier für viele benutzen? Ja, ja, easy, easy. Perfekt, danke dir. Jo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Er ruft an und fragt nach, ob er den Sombrero benutzen darf. Ja. Und ich frage ihn nicht mal, ob ich seine Wohnung zerstören darf. Wir müssen auf jeden Fall das Badezimmer noch komplett füllen. Oh, Danergy ruft an. Oh. Hallo? Wir sind bei Simon zu Hause. Wie lange brauchst du bis nach hier? Okay, perfekt, ich schick sie dir. Bis gleich. Danergy kommt vorbei. Danergy kommt vorbei. Wir versuchen jetzt quasi alle Lücken noch zu füllen, damit das gleich so krass wie möglich aussieht. Weil wir haben, glaube ich, echt noch um die 1000 Wäsche übrig. Deswegen jetzt nochmal ordentlich Power und alle Lücken füllen, damit das richtig schön eng ist. Mittlerweile sind wir an einem Punkt gekommen, wo jede kleine Bewegung einfach Katastrophen auslösen kann. Und ich stehe hier eh schon so gefühlt auf so einem Minenfeld. Was ist los, Philippe? Hast du Rückenschmerzen? Ach, Philippe, ey. So, wir sind fast fertig. Ich will nur einmal kurz den Check machen, wie das ist. Und du, Philippe, steh auf. Wer ist da? Ich glaube, er checkt nicht, dass er gefilmt wird. Digga, deine Nasenlöcher sind heftig groß. Yo! Komm hoch. Yo, Bro. Komm rein. Ich warte auf Simon, bis er nach Hause kommt. Dein Ernst, Digga? Wieso? Sind nur 5000. Wie findest du? Digga. Das ist geil, Mann. Ja, das ist geil. Okay, bei den letzten Bechern kannst du aber mitmachen. Oh! Yo? Ist er fertig? Okay, 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 perfekt, danke, danke, danke. Von mir, also das Fußweg sind so 15 Minuten von mir nach hier. Dementsprechend, Danergy, ich brauche deine Hilfe. Wow, hey, wir wieder. Hey, Simon, ruft an. Wieso ruft er an? Ja? Du hast ja dieses Handtuch hier in der Küche, gell? Das Handtuch in der Küche? Ja, also das haben wir gerade irgendwie verbrannt. Verbrannt? Oh, shit. Scheiß aufs Handtuch. Alles cool, alles cool. Okay, wir sehen uns dann morgen, denke ich mal, oder? Ah, okay, easy. Perfekt. Bis morgen. Ciao, ciao. Easy. Okay, 10 Minuten easy, da war der. Also, Freunde, wir müssen diese Tür noch zumachen, weil da ist quasi der ganze Krempel. Ich schaffe das da nicht rüberzuspringen. Ich habe so einen Nerv noch eingeklemmt im Rücken. Warte jetzt. Ich muss die Flugkurve mit einbrechen. Dramatische Musik, Digga. Wie kommst du jetzt raus? Was machst du da? Oh, wow. Oh, hältst du mich fest? Jetzt muss deine Energie rüberkommen. Nein. Wir haben die geniale Idee gehabt, dass ich jetzt da auf Simon warten werde. Das heißt, ich springe jetzt auf die Couch, die Jungs bauen das zu Ende, verstecken sich auf dem Balkon und wir warten einfach nur ab, bis Simon da ist. Rob, Crispy Rob, remember my name, Freunde. Remember my name. Ich brauch die Cam gleich für die Überraschung. Nice. Ey, danke Jungs, dass ihr den Rest macht. Das ist so krank, Freunde. 5000 Becher und jede Sekunde ist es soweit. Ich hoffe einfach, dass es alles klappt. Ey, Simon rechnet nicht mal, dass ich da bin. Und am wenigsten rechnet er damit, dass gleich irgendwie 5000 Becher auf ihn warten. Jetzt können wir nur noch warten. Na. It's a Rob Chrissy Rob Prank, Alter! Nein, nicht alle. Es gibt einen Weg, den du jetzt durchgehen musst. Was? Damit kein Wasser verschüttet wird. Du musst in eine Richtung gucken.
Übrigens, da sind 5000 Becher nur nebenbei. Also ihr guckt in der Richtung und ich sag heiß oder kalt und ihr müsst euch bis nach vorne durchkämpfen, okay? Guck in eine Richtung, ich sag heiß oder kalt. Hey, warte mal, du hast gesagt, du bist in Aachen. Long story, my friend. Heiß, 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 heiß. Heiß. Tritt die einfach weg. Ganz langsam und vorsichtig. Geh einfach durch, ganz vorsichtig. Weiter. Und damit ja hergekommen, was geht? Jetzt umdrehen und Richtung Falco gucken. Und dann geradeaus durch, dann passt es. Ja, Henrik, ich weiß vor allem auch nicht, ob er auf unserer Seite ist. Deswegen, man, er kann auch nur Scheiße drin sein. Ja, er kann das ja genau in die Luft führen. Warte, da drunter ist vielleicht was. Aber irgendwie so ein Konfetti-Dinger sehe ich in manchen. Das war richtig schiss. Aber nirgends ist was an der Decke, ist nichts. Oh fuck, das wird alles in die Luft gehen. Nein! Ah. Digga, was denkt das? Ein Becher, mach dir keine Sorge. Kämpf dich einfach durch. Ich hab so derbe Paranoia, das ist nicht mehr normal. Da kann doch nichts drunter sein. Ja, ihr seid richtig. Hier ist quasi fast alles mit Wasser. Ihr habt es fast geschafft. Was mit das bestimmt ist irgendwie... Mach halt was, das sind zwar nebeneinander mit Wasser. Okay, das normale Wasser. Turn down for what? Turn down for what? Junge! Das war der Wasser drunter. Ich hab's dir doch gesagt. Hä, aber warum haben wir nirgends Wasser gesehen? Ich glaube, er kann's nicht sehen. Das ist der Sinn der Sache. Das ist der Wie habt ihr das was unsichtbar gemacht? Und was ist jetzt mit da hinten? Geht's da weiter? Das ist... Ist auch ein anderer YouTuber, der mit da drin gereicht. Mir ist auch während des Drehs das beste Trinkspiel überhaupt eingefallen. Stell dir vor, da sind alles Drinks. Und man startet zusammen als, in der Gruppe, also als Gruppe in der Mitte. In der Mitte? Und man muss draußen hinarbeiten. Ja. Man muss sich befreien. Ja. Digga, ich weiß, was wir als nächstes Video machen. Egal, ich dachte, einmal wirst du auch an der Reihe geprankt zu werden, ja, Bro. Ja, also, ja, komm. Ich dachte, ihr habt bestimmt meine Küche verwüstet. Stattdessen werde ich dann einfach eure Wohnung verwüsten. Ja, es geht, ehrlich gesagt. Wir haben deine Wohnung ein bisschen eingesmoked und dein Handschuh verbrannt. Kein Sinn, Alter. Wir haben jetzt den ganzen Tag Video gedreht. Ich komme nach Hause. Ich denke so erstmal chill, auf einmal sowas. Ja, viel Spaß beim Aufräumen. Fuck mal ein. Okay. Scheiß drauf. Franco, wir fahren nach Hause. Simon. Ja, Mann. Also, du hast die Ehre, jetzt 5000 Becher aufzuheben. Boah, das ist ja mal so eine Ehre, Mann. Fangen am besten da an. Die Badezimmer sind auch voll. Das machst du gut. Ja, Mann, macht Spaß, Alter. Stopp. Freunde, kommen wir zum interessanten Teil des Videos. Und zwar haben wir uns was super Lustiges überlegt. Es gibt ein kleines Gewinnspiel. Und zwar geht es um die Becher, ja. Genau. Becher sind ein Symbol für Party. Ihr könnt jetzt eine Party mit Crispy Rob und Simon Wheel gewinnen. Und zwar das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst Abonnent von uns beiden sein. Und unter dieses Video einen Kommentar schreiben. Oder unter deinem Video einen Kommentar schreiben. Genau, wo ihr wollt. Wo ihr wollt, auf jeden Fall. Und egal wie verrückt, egal wie alt, wir kommen auf eure Party. Ganz und genau. Die Party wird aus unserer Hosentasche finanziert auch noch. Wenn ihr 12 seid, dann bringen wir einfach Kaffee und Kuchen mit. Ja, wenn ihr 18 seid, dann sorgen wir für andere Formen des Spaßes. Egal, macht einfach mit, wenn ihr Bock habt auf uns als Person in eurem Leben und nicht als verrückte YouTuber. Richtig, genau. Wir kommen auf eure Party. Ja, das wird auf jeden Fall sehr entspannt. Ah, und ganz kurz noch. So, ich habe jetzt halt ein bisschen kapituliert, was ihr hier gemacht habt, gell? Und da wird eine Rache kommen. Da kannst du sicher sein. Ja, bin ich gespannt. Ach ja, und nochmal ganz kurz. Die Becher werden natürlich nicht weggeworfen. Was mit den Bechern passiert, das seht ihr auch in 1, 2, 3 Videos. Lasst euch überraschen. Bis dann, ne? Diese Party wird so krass. Die wird so heftig. Ja, aber.